Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Digimon World 2003. Im letzten Part haben wir die Suzuka-Leaderin besiegt. Jetzt sind wir auf dem Weg, irgendwie ein Digimon zu werden. Und die Cage geht hier oben jetzt. Was, da war ein Menschen-Skelett-Etemon? Was machst du? Er ist Etemon. Verstehst du es nicht? Er war als Etemon verkleidet. Frag ihn, er weiß viel über Digimon-Anzüge. Viel Glück, dann... Ich warte da am Untergrundfahrt, okay. Sage ich, die waren dann doch hier oben. Ich habe mich auf die Folter gespannt im letzten Part. Ha, ich bin gemein. Ha. Naja, egal. Die Aufnahme geht schon wieder fast 40 Sekunden. Und jetzt. Der hat sich nur verkleidet als Etemon. Okay. Ist das vielleicht Nick? Ist das Nick? Oder Keith? Oder. Irgendein anderer Hochstapler. So, komm her. Ach, du schon wieder. Ich sagte doch, dass das Etemon, das ihr sucht, nicht hier ist. Ja, schon klar, denn das Etemon bist du. Was? Ich hab dich durchschaut. Du hattest den Etemon-Anzug an. Das weißt du, so ein Mist. Aber sag es bitte niemandem, okay? Dafür bekommst du das von mir. Schmitze, die Ergomon-Anzüge. Das ist ein Geheimnis zwischen dir und mir, okay? Ja, ja, passt schon. Keiner wird's erfahren. Niemand. So, die weiter im Untergrund fahrt. Ach, genau, da ist sie doch. Geil. Hallo, Philipp. Ich hab die Anzüge. Wie werden wir jetzt Digimon? Hey, sieh mal, was ich hab. Perfekt, damit wäre das Problem wohl gelöst. Ich zieh dir die Agumon-Anzüge an und suchen Teddy. Gucken, welche Farbe ich jetzt bekomme. Bitte blick, bitte gelb, bitte gelb. Och Gottes Willen, was meinst du jetzt nicht aus, wenn Digimon wenn die Farbe schimmen würde? Halte doch mal die Klappe. Sie sollten doch nicht wissen, dass wir keine Digimon sind. Ach ja, klar, schimmen. Ja, verschimmen. Was ist mit meinem Satelliten? Den merkt kein Arsch, oder was? Geh schon mal vor, ich muss noch etwas klären. Philipp, vergesst nicht, Teddy zu suchen. Sobald ich fertig bin, komme ich nach. Okay, aber sei bloß vorsichtig. Keine Sorge, ich bin nicht wie du. Okay, pink ist Argon, also irgendwo. Was ist mit Kay? Seit wir hier sind, ist sie komisch. Naja, ich muss ja die finden. Das war allerdings. Obwohl, es gibt ja auch blaue, nur es gibt ja auch hier so komisch aussehende grüne Woodmon. Das ist ein blaues Argon, nichts dagegen. Ja, gut, ein grünes Woodmon macht noch mehr Sinn als blaues Argon. Entschuldigung, ab hier haben nur Mitarbeiter. Was? Wieder ein Digimon? Ja, ich bin ein verlorenes Digimon. Erst das Rosagumon, jetzt du. Du kannst durch, aber geh niemanden auf die Nerven. Okay. Sind wir hier im Admin Center? Als geheime Spionage. Digimon, warum sind hier Digimon? Wow, weitergehen. Admin Center, zweites Erdgeschoss. Zweite Etage. Oh, ein Item. Hier eine Paralader. Nice. Na, ja, da ist ja geil. Was macht sie hier? Hey Philipp, bist du spät dran? Gail, hi. Hi Gail, schon fertig? Ja, hast du Teddy gefunden? Nein, ich habe ihn nirgends gesehen. Ich auch nicht, ich habe überall gesucht. Ich sagte doch, dass er zum Advent Center wollte. Komisch. Wie weit drin mag er wohl sein? Punkt. Hast du auch das Gefühl, dass er hier drin ist? Das wissen wir erst, wenn wir nachsehen. Schlauberger. Okay, dann gehen wir hinein. Meisterraum. Jetzt wird's. Yes! Vorsicht, jetzt wird's mysteriös und komplex. Game Master, verstecken! Um Himmels Willen, was macht ihr denn hier? Wir können nicht weitermachen. Verzeihung. Wir intensivieren unsere Suche. Wir werden ihn finden, es ist nur eine Frage der Zeit. Worüber reden die?
fuck! Hey, warum laufen wir Digimon herum? Fuck es, wenn ihr uns entdeckt! Sieht verdächtig aus, fangen ihn, die kriegen wir! Nein! Unsere Tarnung ist aufgeflogen! Sie haben uns gefunden! Nein! Meisterraum. Schreibe es nicht mal. Ja, wir sind keine Digimon mehr, passt doch. Punkt, Punkt. Was macht ihr beiden denn hier? Wir sind unseren Freund Danny. Tut mir leid, wenn ich euch erschreckte. Ich sorgte mich auch um meinen Freund. Lucky Mouse hat ihn wohl als Geisel. Lucky Mouse? Er ist schrecklich. Er versucht Digimon online zu zerstören. Er ist die Ursache für die Probleme, die wir mit dem System haben. Aber alle haben so viel Spaß mit Digimon Online. Ich kann es nicht glauben. Lucky Mouse. Buck, buck, buck. Jeder Mitarbeiter sucht momentan nach Lucky Mouse. Der Feldmann könnte uns helfen. Warum soll ich dir gerade helfen? Natürlich, das machen wir. Danke, ich verlasse mich auf euch. Naja, ich verlasse mich aber nicht auf dich. Hört, er wollte zum Westsektor. Oh Gott, da will ich auch hin. Muss ich zum Best-Sektor, da ich auch vorhin zu gehen. Ich schnappe mir diesen Lucky Mouse. Sorry, mir fiel gerade ein, dass ich gehen muss. Mal wieder. Was ist nur mit Kale? Naja, ich habe ja Digimon, auf die ich mich verlassen kann. Okay, wir brechen in den Westsektor auf. Der liegt weit hinter dem Ozean. Auf der anderen Seite des Kontinents. Hinter dieser Futzeninsel. Moment, bevor wir weitergehen. Brauche ich was hier drin? Können wir ein paar Superladungen noch holen. Wenn ich schon mal hier bin. Vielleicht noch bessere Verteidigung? Ja, bin ich einfach nicht. Volles Kanonenrohr rüsten wir uns jetzt hier aus mit Gargumons schweren Waffen. Ich weiß, das ist schon verschwenderisch. Kein Flügel im Bräu. Ich gucke jetzt nur noch nach Gilmon und Argumon. So, der Akku von meinem Headset ist alle gegangen, muss ich ganz kurz was dran ändern. Also ich habe gerade gesagt, wir kümmern uns jetzt nur, ich weiß nicht, ob das mit Aufnahme ist, nur noch um Argumon und Gilmon. Da hätte ich was für Gilmon, den dunklen Flügel. Den kaufen wir auch für 2000. Rüsten ihn damit auch gleich aus. So, wir haben ja letztes Mal das Sniper-Schild bekommen. Das ist eine legendäre Sniper-Barrikade. 11.000, aber ich verkaufe die nicht. Die werde ich noch brauchen. Das könnte ich verkaufen. Den Blechpanzer kann man verkaufen. So. So, einmal. Einmal erledigt. Und dann werden wir noch... Okay, der kleine Schild wieder hier oben. Dann werden wir wahrscheinlich wieder unten eine Aktion haben, die ich natürlich teilnehmen möchte. Ist ja wohl logisch. So, Wizardmon. Komm auf den Schwarzmarkt. Bla 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 bla. Was kostet? Ich habe 5 Stück davon. Kaufen wir 10, das reicht jetzt erstmal. Jetzt müssen wir mit dem weiten, weiten Weg hier nach Sosako City gehen. Wieder alle Leute ansprechen, die unterwegs begegnen. Ist das nicht schön? Gegen alle Digimon kämpfen, die wir begegnen. Ist das nicht traumhaft? Ist das nicht einfach nur scheiße? 9 Minuten, 10 Minuten. Was soll ich jetzt noch machen? Ach ja, im Frachtturm gucken, ob da eine Aktion noch mal läuft. Wenn ich schon mal hier bin. Ich glaube, die ganzen legendären Sachen kann man später meines Wissens nach auch kaufen. Ich bin mir da jetzt aber nicht ganz so sicher, ob man die kaufen kann.
Müsste man aber, sonst müsste man an jeder Aktion hier vorbeigehen. Ne, das kann ich mir nicht vorstellen. Weil denn diese Aktionshalle sind ja halt am billigsten. Ist ja logisch, der Kerl möchte ja auch mal irgendwo Gewinn machen. Weil eigentlich macht er nur Verlust, wenn er die an mir verkauft. Hey, hey. Oh, mal kurz gucken. Piep, 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 piep. Ja, wir haben noch eine Aktion sauber. Gleich zur nächsten Aktion. Ich bin scharf auf legendäre Sachen. Das ist eure Chance. Es geht ums Hauptitem, das Dravon-Schild von allem Geld. Das Mindestangebot für Wemon-Schild liegt bei 800 Bits. Grübel, 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 grübel. Wemon, jo. Will ich haben. 1100, ich bitte mehr. 1300, ich bitte mehr. 1500, ich bitte 1600. 1600, hey, damit. 1600. Es bietet keiner mehr für mich, oder? Wow, 1600 bietet jemand mehr? Zum ersten, zum zweiten, Krümmel. Zum dritten, der Mannschaft für 1600 Bit. Gratulation, ich übertrage das mit dem jetzt in deinen Satelliten. Yes! Super, das Dramanschild. Ich habe echt cooles Item. Ich gehe. Tschüss. Dann müsste es eigentlich nur das Agumon-Schild jetzt eigentlich kommen. In der nächsten Aktion, oder? Naja, egal. Wir haben zwei coole Items geholt für 3200. Hey, es geht ab. Das müssen wir erstmal feiern hier. Da trinken wir erstmal einen Wodka drauf. Obwohl, ich habe hier noch einen Rotwein. Wo habe ich da eigentlich meinen Rotwein? Wo habe ich meinen Rotwein stehen? Fuck, steht hier nicht mehr. Egal, was soll's. Obwohl, den Rotwein könnte ich jetzt trinken. Dann laber ich wieder ein bisschen mehr. Aber egal. Ich hole mir für den nächsten Park ganz einfach ein. So, es geht hier raus. Und dann weiter geht's. Bum, bum. Jetzt müssen wir den ganzen weiten Weg laufen. Ist das nicht schön? Und wir müssen jetzt einen Weg finden, in den Westsektor zu kommen. Noch schöner. Und für den, ich muss in den Westsektor einfach kommen für das Wehmann, was ich noch brauche. Apropos, haben wir kein Level abbekommen, oder? Nein. Okay. Brauchen wir nicht trainieren. Wir können uns gleich fortpflanzen oder uns fortbewegen. Auf geht's nach. Gehen wir nach dem Südsektor. Mit ein paar wilden Digimon, die eh nichts mehr bringen, ey. Was? So, wann ist hier ein Flymon unterwegs? Ach, die Kraule ab! Okay, was, das geht sogar noch? Sind die Digimon jetzt hier stärker geworden? Das könnte eine Begründung sein. Aber ich hoffe nicht. Ich werde auf jeden Fall mal kurz in die Protokollruinen Abstecher machen. Vielleicht geht da einer Heini, das, die Digimon sind echt stärker geworden. 66 Bit, hallo? 600 Erfahrungspunkte für Gelmon hatten wir vorher nicht. Kommen hier oben. Dreadwert West kam ich auch noch nicht darüber. Apropos den Kartenordner müsste ich auch mal wieder bearbeiten. Es kommt bald auch noch ein Part mit Kartenkämpfen. Keine Sorge für die, die sich immer noch drauf freuen. Machen wir mehr Kartenkämpfe und so. Wird noch alles kommen. So, Kowagamon, du bist down. Also ich habe nochmal nachgeguckt. Kowagamon kam wirklich sehr, sehr oft in den ersten Staffeln dran. Es kam ganz am Anfang dran, dann kam das noch, wo die auf der Wappensuche waren, kam das auch noch dran. Also ich glaube, wenn ich zusammenzähle, Kowagamon kam, ist das Digimon, was am meisten dran kommt. Obwohl viele Mon kamen auch oft dran, kann ich mich noch dran erinnern, das kam auch sehr oft dran. Aber ich glaube, Kowagamon kam wirklich das Digimon, was am meisten in der Serie dran kam. Schreibt es in den Kommentaren, ob ich mich da irre. Hab ich gegen den gekämpft? Ja, habe ich. So, kurzer Abstrich habe ich ja gesagt in den Protokollwald. Jetzt hoffen einige. Mach Pharaomon, mach Pharaomon, mach Pharaomon. Ich sage, ich mache den Pharaomon nicht. Kukatorimon! Der Passagier mit dem auf dem Schiff in der Wüste, das hat auch so gepasst. Das ist ein Versteinerungsblitz. Hat erstmal alle Digimon versteinert. Agumon, Gomamon, Gabumon, Patamon und Tentomon, die 5. Da blieben nur noch Biomon und Palmon übrig. Das war die Folge
Das war die Folge, wo Mimi ihr ein Wappen bekommen hat. Das Wappen der Aufrichtigkeit. Aber ich glaube, es ist nee, es ist nicht digitiert. Nee, es ist jetzt so, dass ihr seid nur ihr Wappen bekommen. Pokémon ist daraufhin noch nicht digitiert. Das kam dann erst in der realen Welt vor. Ach, hier ist noch Barumon. Danke, dass du Pokémon geholfen hast. Wenn du ein Problem hast, melde, helfe ich dir gerne. Da oben steht keiner, das sieht man von hier. Okay, dann kann ich wieder zurückgehen. Dann können wir es weiter auf den Weg mal in den Südsektor. Jetzt habe ich zwar einen Umweg gemacht, aber vielleicht hat mir dieses Barumon noch einen Tipp gegeben. Wie ich Geborimon erledige? Nein, natürlich nicht. Und zwar, wenn wir Hilfe brauchen, sollen wir uns bei ihm melden. Und Barumon, wir brauchen ja Hilfe. Wir brauchen ja Hilfe, um in den Pestsektor zu kommen. Vielleicht weiß Silpigmon ja wieder mehr im sein Schamanenhaus. Wäre eine Überlegung wert. Weil sonst kenne ich hier keinen momentan im Südsektor, der mir irgendwie weiterhelfen kann. Die in der Stadt wissen ja eh nichts. Die Liederin weiß auch nichts, wie ich darüber komme, wenn die Liederin das schon nicht weiß. Wer soll es dann wissen außer Silpigmon? Sambamon könnte man noch einfallen, aber wo ist der abgehauen? Das wissen wir auch noch nicht. Schwer, also würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal zu Silpigmon ab in den Südsektor, aber natürlich vorher noch durch den Divermon-See. Kurz baden gehen unser Game und das stinkt wahrscheinlich. Ich habe es bestimmt noch mit, ich weiß nicht, wie man es übergeben hat, ey. Ob sauber oder dreckig, spielt dabei aber keine Rolle. Ein Seedramon kam in Folge Nummer 3 in der ersten Digimon-Staffel vor, wurde von Garurumon erledigt, weil Seedramon Matt gefangen gehalten hat, im Silber seines Schwanzes. Das war, glaube ich, seine Eiswolke. Nee. Das war so. Nee, das war seine Eisschleuder gerade. Noch ein Meeres-Digimon auf jeden Fall. Level Champion. Wurde halt von Garurumon besiegt damals. Ein durchschnittliches. In der Staffel 2 kam es, glaube ich, kam es auch vor. Von einem Trainer. Oder von einem Tamer. Muss ja nicht Tamer sagen. Oh, Digi-Ritter. Der hört sich so scheiße an. Von einem Ritter. Das hört sich so scheiße an. Von einem Tamer hört sich noch gut an, ja? Ich sage immer Tamer. Jetzt Tamer hört sich besser an. Ritter hört sich so. Wow. Nee. Gar nicht. Geht gar nicht. Ja, dann hat es halt. Da kann man die Seite. Da kann man. Wie heißt der nochmal? Marcel aus den USA. Genau, mit Mimi in Staffel 2, Folge Nummer 14. Er hatte ja ein Betamon, das ist jetzt Seedramon digitiert und hat daraufhin Corellamon mit Hilfe von Togemon von der Teufelsspirale befreit. Sonst kam Seedramon, glaube ich, jetzt nicht mehr vor. Gut, die vierte Staffel kenne ich ja so gut wie gar nicht. Was da für Digimon dran kam. Das war ja hier mehr mit den königlichen Rittern und so und mit den 10 legendären Kriegern. Da kam es ja nicht ganz so wie der Digimon vor. Da ging es eigentlich mehr um den Kampf, da die Guten da gegen die Bösen. Kam ja überall eigentlich dran. So, auch in den Südsektor. Bevor wir diese Gondel nicht mehr benutzen müssen. Wir werden nämlich bald Abkürzungen nehmen. Willst du nochmal kämpfen? Schon gut da im Reis, okay. Ich weiß gar nicht, wen haben wir noch nicht gekämpft hier? Im Pulksumpf. Hier unten haben wir schon erledigt. Das weiß ich. Die ältere Dame bin ich, der kurz vom Schaman aus, der will auch nicht. Oh, ich habe noch eine Idee, vielleicht noch, wer noch mehr Ahnung haben könnte. Vielleicht nicht nur Seepigmon. Vielleicht aber auch Gatumon in diesem Inn, hier in diesem Schwab-Inn. Das wäre noch eine Möglichkeit. Das wär auf jeden Fall auch noch eine Möglichkeit, muss ich echt recht geben. Das Gatumon, das hat uns ja schon einmal aus der Patschen geholfen. Aber Seepigmon liegt da eher, also wenn wir ganz kurz zu ihm erst gehen. Habe ich gegen die schon gekämpft? Ach ja, das war diese China Tamerin, aber die erwähnen ja auch immer das Wort Tamer, von daher nehme ich, bleibe ich beim Wort Tamer. Ritter, wie gesagt, das hört sich ja, oh nee.
Der Ritter hat damals gesagt. Sie sind nicht in der Schreinzeit stehen geblieben. Es gibt keine Geister, aber trotzdem gibt es Digimon. Sagt er zwar nicht, aber wieso ist schon mal los? Vielleicht kann er mir weiterhelfen. Hast du Sakuli da besiegt? Du bist ein starker Dämer. Okay, nee, gib mir keine Info. Okay. Schlecht, schlecht, schlecht. Okay, jetzt gehen wir nochmal zu Gattum und vielleicht hat sie einen Hinweis. Oh, die ältere Dame, vielleicht weiß sie auch mal was, ja? Alte, ältere Dame sind doch so von Erfahrungen und Weisheit geprägt. Sagt man ja immer. Was doch zum größten Teil. Ja, stimmt, ne? Zum größten Teil, sag ich. Nicht jeder. Gehen wir nach rechts, Level 18, sehr schön. Dann können wir Agumon weiter trainieren. Ich glaube, mit Gilmon und Agumon schaffe ich es jetzt echt alleine. Man brauche ich nicht mehr. Ich könnte es eigentlich ablegen. Mag ich aber nicht. Weil wenn mit, das kann man mit der Lebensdienst nochmal den Arsch retten. Zum Beispiel, nein, ich sage immer noch das gleiche. Okay, jetzt gehen wir nochmal hier nach dieses Schwabin. Und fragen nochmal Gatumon. Vielleicht weiß sie wirklich was. Leute fragen mich, aber ich weiß nicht, wo das CGI ist. Tut mir leid, ich kann dir nicht helfen. Das bringt mir mit der Tanne aber am Ende. Es war eigentlich nur noch Sambamon übrig, aber das wissen wir nicht, wo das ist. Und ich glaube, dieses Digimon hilft uns auch nicht weiter. Da bleibt nur noch die Schat übrig. Karodamon, die Trainingsleiter, sagt mir eh nichts. Ich weiß ja, wo das Digi-Amai ist. Aber mich wundert, dass das Epikmon nichts weiß. Das wundert mich ganz ehrlich, ey. Oder weiß vielleicht Kief und Nick. Die zwei kamen uns ja eh mysteriös vor. Vielleicht finde ich die hier irgendwo. Das wäre denkbar. Die beiden bleiben. Oder die. Oh, ich habe noch eine bessere Idee. Die Lisa. Oh, die Lisa, die wir da getroffen haben in Susaku City. Vielleicht weiß die auch mehr. Vielleicht ist sie ja noch in dieser Stadt. Das ist alles denkbar noch. Wir haben mittlerweile so viele Hinweise, die wir nachgehen müssen in diesem Spiel. Und keiner weiß die Antwort. Hoppala, falscher Weg mal wieder. Hier oben lang und dann runter. Kief und Nick. Die beiden kamen mir sehr suspekt vor. Bestimmt weiß einer von denen was. Was fetz ich mit euch drauf? Ich hab erst gedacht, dass Sepigmon was weiß. Aber das weiß offensichtlich auch nichts. Der sagt nur, oh, wir sind ein starker Dämon und so. Ja, das wissen wir schon alles. Aber so richtig weiterhelfen bringt uns der Knabe auch nicht. Also bleibt uns nur eine Möglichkeit übrig. Die lautet, hoppala, wo gehe ich eigentlich mal wieder lang? Wie kann ich reden und gleichzeitig spielen manchmal? Das geht manchmal nicht. Also bleiben uns eigentlich nur diese drei Charaktere übrig. Hier sind wir die Kelly ist ja komplett abgehauen. Teddy, der scheint entführt zu sein von Lucky Mouse. Die fällt also auch flach. Ja? Oder in der Phoenixbucht. Phoenixbucht, das ist auch. Ist das da oben? Da oben steht jemand. Haben wir denn jemand Unbekanntes jetzt enttarnt? Dafür müssen wir dieses Ape-Bone erstmal aus dem Gesicht bekommen. Okay, das ist auch jetzt elegant mit Stingman erledigen können, wie in der Serie, aber. Warum? Ich kann Double Power laden! Das muss ich euch auch noch zeigen, können wir auch noch kurz erledigen. So. Du bist neu! Ich suche eine Katze im Biosumpf. Hinter dem Schrein ist das Wappen der Verlässlichkeit! Warum ist es da, wo es ist? Okay. Burgsumpf, eine Katze. Verlässlichkeit, Zuverlässigkeit natürlich. Das stinkt nach etwas. Aber nach was stinkt denn das? Deiner dreckigen Katze, die zu Hause verloren hat oder was? Ja, so ähnlich. Wirklich so ähnlich, aber. Wir. Gucken erstmal nach Gargumon. Vielleicht hat er ja sogar bessere Ausrüstung in Sachen Verteidigung für mich noch. Ne, vergesst es. Ganz schnell. Ja. Wir sind auf jeden Fall schon mal eine Spur weiter. Mit dem Wappen.
zu Sakuin. Wir werden einmal kurz heilen gehen. Jedes Digimon 36 Bit, das ist eine Frechheit. Und wenn wir abspeichern, dann werde ich den Part beenden hier. Ja, ihr habt richtig gehört, wir werden den Part beenden hier. Jetzt werden die Parts komischerweise kürzer. Ich glaube das nicht. Jetzt sind wir bei 25 Minuten. Naja. Und wenn wir nächstes Mal auf jeden Fall den Schrein erkunden, fragen nochmal durch. Vielleicht weiß jetzt jemand mehr. Und dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ist. Let's Play Digimon World 2003. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt der Folge einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder.